Hallo, liebe Girlandengenossen, und willkommen am 17. Dezember in unserem Adventskalender hier, mit unseren Adventskalendern hier. Wir haben wieder drei Adventskalender, wie jeden Tag. Was für eine Überraschung. Und es geht los mit Lego City. Ihr seht hier, Desi Kaboom hat gestern nämlich gewonnen. Und während der Kampf um den Kakao hier drüben weitergeht, haben die noch gar nicht gemerkt, dass Daisy sich die Kakaotasse schon geschnappt hat und gerade damit verschwindet. Mal sehen, ob es heute etwas gibt, was sie aufhalten kann. Die 17 ist da unten. Da unten direkt neben Daisy. Schauen wir mal, was wir bekommen. Was ist? Okay. Wir bekommen dieses wirklich seltsame Flugzeug in Form einer Tüte mit Teilen. Alles relativ viel Kleinkram und ein Boomerang. Ich war nicht sicher vom Bild, dass es tatsächlich ein Boomerang-Teil. Yay, Boomerang! Aber ich darf es noch nicht als Boomerang verwenden, denn im Moment muss es noch ein Flugzeug sein. Kann ich dann ja umbauen, wenn. What? Moment, wie kriege ich das so, dass das so. Ah, so kriege ich das so, dass das so ist. Okay. Weil es soll ja so sein wie auf dem Bild, auf der Anleitung. So, Boomerang ist verbaut. Leg wohl, lieber Boomerang, bis ich das Flugzeug auseinandergenommen habe. Was sehr bald passieren wird, weil ich glaube, ich werde nach dem 24. nicht vieles hiervon als Modelle belassen. Und mit nicht vieles meine ich praktisch nichts. Ist das Loch zu? Nö. Propellerteil, auch nett. Ist immer sogar ein übriges. Sieht sogar so aus, als würden wir diesmal bis auf die Flügel alles als übrige Teile bekommen. Durchaus nett. Sehr freundlich von Lego. Na gut, den Snot-Blick in der Mitte auch nicht. Wir haben ein kleines Propellerflugzeug. Das Propellerflugzeug. Ja. Sehr seltsam, vor allem auch aufgrund der Farbkombination. Also die schwarzen Flügel sind etwas komisch. Ich vermute, dass es eines der Sportflugzeuge hier als Minisets, die es zurzeit von City gibt. Schön ist das Boomerang-Teil hinten drin. Das ist auf jeden Fall ein super Teil zu haben. Und der Propeller vorne ist auch auf jeden Fall nett. Diese kleinen Propeller bekommt man nicht immer. Und dann haben wir re relativ viel auch übrig, dafür, dass es so ein kleines Modell ist. Okay. Ich hoffe, der macht zweiten Platz. Der passt perfekt in den Spielzeugladen. Der wäre dafür wirklich perfekt. Aber schauen wir doch erstmal, was die anderen bringen, ob sie City übertreffen oder untertreffen. Gibt es das Wort untertreffen? Nun ja, wir machen weiter mit dem haarigen Töpfer. Der hat uns gestern diese recht langweiligen Weihnachtsbäume gebracht. Heute bringt er uns ein Klavier. Musikuntermalung. Das könnte besser sein als der Weihnachtsbaum. Ist das Silber? Das sieht aus, als wären da silberne Teile mit drin. Wenn sie denn rauskommen, kann ich das auch mit Sicherheit sagen. Ja, das ist vielleicht Silber. Oder das ist sogar Perlsilber. Und ein komischer Eckstein und bedruckte Pianotasten. Schön. Teilemäßig sieht das auf jeden Fall schon mal schön aus hier. So. Na komm, Viertelkreis da. Und Viertelkreis da. Und dann haben wir sogar noch einen Viertelkreis übrig. Wunderbar. Gut, das ist jetzt einfach nur grau. Das ist jetzt als Teil nicht so spannend. Und hier. Und zack. Und zack, und in der Tat Silber. Drei Füße nur, weil Klavier halt. Okay, das ist das. Das ist ein kleines Klavier. Das bedruckte Teil hier ist wirklich schön. Die silbernen Füße sind nett. Es steht, obwohl es nur drei Füße hat, relativ stabil. Gut, man kann es, wenn man will, so kippen, aber muss man nicht. Jetzt ist relativ wenig übrig. Das ist alles ein grauer Viertelkreisfliese. Aber hey, ist auf jeden Fall schon mal was. Mal schauen, was Star Wars dagegen setzt, die gestern mit diesem weiteren Bauteil für den Filmprojektor
nicht wirklich gewonnen haben. Und wir haben quasi eine Fortsetzung zum Podracer. Also nicht Sebulbas Podracer, das wäre wirklich cool. Auch wenn der Podracer nichts war gestern. Nein, wir haben mal wieder einen Droiden, einen Pip-Droiden. Die kleinen Droiden, die versucht haben, ihre Podracer zu reparieren und komplett darin versagt haben. Boxenstopps. Beim Podracing wollt ihr definitiv keine Boxenstopps einlegen, denn sonst ja, werdet ihr die Opfer von diesen Viechern. Die inkompetentesten Droiden, die jemals an einem Podracer geschraubt haben. Gut, ist auch nicht einfach, an einem Podracer zu schrauben, weil das sind ja meistens Eigenkonstruktionen der Fahrer aus irgendwelchen Teilen vom Schrottplatz. Und standardisiert ist da gar nichts. Jeder Podracer sieht anders aus, ist anders gebaut. Ist auch ein Job, den ich nicht haben will, die Dinger zu reparieren. Wenn da was in die Box kommt, wo ich als Boxenmensch dann überhaupt nicht weiß, was um Himmels Willen hat der Rennfahrer denn jetzt wieder zusammengebastelt. Ups. Interessant, das Teil habe ich in Blau noch nie gesehen. Aber, genau, wir haben unseren kleinen Boxendroiden. Kann die Arme bewegen, kann die Beine bewegen, kann den Kopf nicht, naja, doch bewegen, kann den Hut bewegen. Und so sieht er aus. Eigentlich durchaus. Ganz in Ordnung, ganz nett, süßer kleiner Droide. Wackel, wackel. Nun ja, auch einige Anteile noch übrig. Schieben wir das mal beiseite. Legen wir das mal beiseite und schauen uns unsere Beilage heute an. Das Flugzeug ist klar der letzte Platz. Da gibt gar nichts zu diskutieren. Das ist zusammengewürfelt und nicht schön, auch wenn der Boomerang ein schönes Teil ist. Bleibt also noch der Wettbewerb zwischen diesen beiden und das Klavier gewinnt. Das Klavier gewinnt, weil es diese schönen Klaviertasten, die bedruckten, hat. Die silbernen Füße. Er hier ist weitgehend aus Standardteilen zusammengesetzt. Ein paar schöne Farben dabei, aber er schafft es nicht, am Klavier vorbeizuziehen, obwohl er durchaus nicht schlecht ist. Und das wäre unser Ranking für den 17. Wir sehen uns am 18. Bis dahin.